Ahoi, ahoi, Eugen hier. Heute machen wir Schanuschki. Im ersten Schritt brauchen wir 100 ml Raumtemperatur warme Milch, ein halbes Päckchen Hefe, ein Esslöffel Zucker und ungefähr 150 Gramm Mehl. Wir verrühren das Ganze und decken das anschließend zu, solange wir das andere vorbereiten. Als nächstes nehmen wir 40 bis 50 Gramm warme Butter, ein Ei, ein Esslöffel Zucker und eine Prise Salz. Und auch das wird schön durchgerührt. Solange wir noch auf unseren Teig warten, gehen wir zum nächsten Schritt über und dazu kochen wir uns Kartoffelpüree. Alles gemäß der Anweisung auf der Verpackung. Etwas Salz, ein kleines Stückchen Butter und das Ganze zum Kochen bringen. Wenn das Wasser anfängt zu kochen, machen wir den Herd aus. 150 ml Milch hinzu, gefolgt von den Kartoffelpüree. Sieht doch schon mal gut aus. Und weiter geht's mit unserem Teig. Wir geben erstmal unsere Ei-Butter-Mischung hinzu. Einmal etwas durchrühren. Und weitere 150 Gramm Mehl. Und dann können wir übergehen, den Teig zu verkneten mit der Hand. Das machen wir so lange, bis sich der Teig klumpenfrei anfühlt. Anschließend ölen wir unsere Schüssel ein. Und lassen unseren Teig wieder zugedeckt ruhen. So, jetzt hatten wir eine Stunde Pause. Unser Teig kann ein bisschen aufgehen und unser Kartoffelpüree kann ein bisschen abkühlen. Am Stand der Sonne könnt ihr sehen, jetzt ist eine Stunde vergangen. Unser Teig ist ein bisschen aufgegangen und nun können wir zum nächsten Schritt übergehen. Wir greifen uns unseren Teig und versuchen ihn gleich mal auszurollen. Zuerst machen wir eine Rolle. Und dann wird der Teig halbiert. Und wieder halbiert. Und nochmal. Jetzt machen wir aus den Teilstücken vernünftige Kugeln. Und diese werden platt gedrückt und ein bisschen ausgerollt. Und nun brauchen wir zusätzlich zu unseren Kartoffelpüree noch körnigen Frischkäse. Diesen vermengen wir noch ein bisschen mit Mozzarella-Käse. Und damit befüllen wir die ersten vier. Einmal aufs Backblech über und den Rand knicken wir um und versuchen dadurch so eine schöne Krone zu bilden. Und die restlichen vier befüllen wir mit Kartoffelpüree. Auch diese bekommen einen Stehkragen. Und der letzte. Jetzt brauchen wir ein Eigelb. Und mit etwas Öl anrühren. Und damit bestreichen wir unsere Schanuschki. Und die Reise geht ab in den Ofen bei 180 Grad. So.
Die mit dem Kartoffelpüree können wir schon mal runternehmen. Und die mit dem Frischkäse bekommen noch extra ein paar Minuten. So, kommen wir zu den Nachzüglern. Also, guten Hunger.